Mein Name ist Ulrike Zuwall und das ist Zeichensetzung. Je älter ich werde, desto stärker wird mein Interesse für die außereuropäische Literatur. Die europäische und amerikanische Literatur ist mir im Laufe meines Lebens doch vertrauter geworden. Ich habe doch einiges in meinem Leben an europäischer und amerikanischer Literatur gelesen. Und erst jetzt im Alter blicke ich ein wenig über den Rand hinaus und komme an Literatur, die mir vorher vollkommen fremd gewesen ist. Und diese Literatur fasziniert mich. Sie bringt mich durcheinander. Ich verstehe sie sehr oft nicht. Sie ist mir unerklärlich, aber sie fasziniert mich. Und so ist es mir eben gegangen, zum Beispiel mit dem Büchlein von Yuka Alharty, Celestial Bodies, einem Roman aus dem Oman, der den Wandel der Gesellschaft in diesem arabischen Land schildert. Und so geht es mir immer wieder, wenn ich Literatur aus Südkorea lese. Seit meiner Reise dorthin habe ich mich mit dieser Literatur beschäftigt, mit der Lyrik vor allem, die ich wunderschön finde und die ich auch immer wieder in Zeichensetzung vorgestellt habe. Jung Dong-ju zum Beispiel oder Lee Song-bok. Aber auch mit den Romanen, die aus diesem Land kommen. Südkorea als ein Land, dessen kulturelle Erzeugnisse bei uns im Westen wichtig werden, ist zuletzt offensichtlich geworden durch die Auszeichnung des Films Parasite 2019 mit 4 Oscars. Spätestens seit da ist diese Kultur bei uns im Westen angekommen. Und ich denke auch, südkoreanische Romane werden bei uns immer wichtig, einen immer wichtigeren Platz in unserer Lektüre einnehmen. Heute möchte ich Ihnen eben den Roman von Han Kang vorstellen, Die Vegetarierin. Han Kang ist eine junge südkoreanische Autorin. Am 27. November 1970 wurde sie in Gwangju geboren, ist die Tochter eines Schriftstellers und wuchs in Seoul auf, in der Hauptstadt. Sie hat früh mit Gedichten debütiert und dann Erzählungen geschrieben, hat dann bald schon Preise bekommen für Romane, auch 2005 den bedeutenden Yi Sang-Preis, Literaturpreis, eine der wichtigsten Literaturauszeichnungen in Südkorea. 2016 wurde nun auch der Westen sozusagen auf sie aufmerksam. Sie hat in diesem Jahr 2016 den Man Booker International Prize gewonnen, gemeinsam mit ihrer englischen Übersetzerin Deborah Smith, für das Buch Die Vegetarierin. Das war ein Buch, was sie schon 2007 veröffentlicht hat, was 2010 sogar schon verfilmt worden ist, aber 2016 bekam es dann eben auch die Anerkennung bei uns im Westen, in Europa, Amerika und ist im selben Jahr ins Deutsche übersetzt worden und 2017 erschien es dann im Aufbau Verlag. Deutsch von Ki Hyang Lee. Worum geht es in diesem Roman? In diesem Roman geht es um eine ganz unscheinbare Hausfrau zunächst, Yong Ye, die auf einmal eines Morgens beschließt, dass sie Vegetarierin wird. Sie verbannt alle fleischlichen Produkte aus ihrem Leben und das in einer Gesellschaft, in der das Fleischessen und auch das Essen von Fischen und allem, was aus dem Meer kommt, ganz, ganz wichtig ist. Und das erweckt natürlich den Widerstand ihrer Familie. Ihre Familie hat überhaupt kein Verständnis für ihre Haltung. Auch ihr Ehemann nicht. Sie begibt sich
ins Soziale aus durch ihr Verhalten. Drei Personen schildern, wie sie sich verhält. Da ist die erste Perspektive stammt von ihrem Ehemann, der vollkommen gleichgültig ihr gegenüber ist. Die zweite Perspektive von ihrem Schwager, der Künstler ist und sie begehrt. Und die dritte Perspektive von der Ehefrau dieses Schwagers, also von ihrer Schwester, die durch ihr Verhalten irritiert ist, eine sehr angepasste Frau ist und die das Verhalten ihrer Schwester Yong Ye irritiert. Und nun schildern diese drei Menschen die langsam voranschreitende Metamorphose der jungen Frau in eine Pflanze. Wie gesagt, die Auflösung setzt ohne Vorwarnung ein. Yong Hee hat seltsame, blutrünstige Träume. Sie beginnt, alles tote Fleisch abzulehnen. Sie lehnt dann auch den Sex mit ihrem Ehemann ab, weil er wie nach einem toten Tier stinke. Und die Reaktion des Ehemanns ist, dass er sie vergewaltigt. Auch die Familie übt ihr gegenüber Gewalt aus, vor allem auch der Vater. Man zwingt sie bei einem gemeinsamen Essen, Fleisch zu essen. Ihr wird schlecht, sie wehrt sich, aber da kommt ihr sehr, sehr viel Gewalt aus der Familie entgegen. Yong Hee wird immer dünner und die Rippen treten immer mehr hervor. Und ihre Verwandlung, die Verwandlung ihres Körpers reizt nun ihren Schwager, der ein Fotokünstler ist. Und er bittet sie um eine Session vor der Kamera, bemalt ihren nackten Körper mit pflanzlichen Motiven und fotografiert sie. Yong Hee gefallen die Muster, sie wäscht sie auch nicht ab. Schließlich engagiert der Schwager einen jungen Mann, den er auch nackt auszieht und mit Pflanzenmustern bemalt. Es kommt zu einem gestellten Sex vor der Kamera. Schließlich übernimmt der Schwager selbst die Rolle des jungen Mannes, malt sich an und es kommt zum richtigen Sex zwischen Schwager und Schwägerin, den der Schwager auch als Film aufnimmt. Eine zwei Pflanzen, die sich nun lustvoll begehren und begegnen. Seine Frau entdeckt den Film, es kommt zur Trennung, es kommt zum Eklat. Die Frau, die Schwester Yong Hees, liefert ihre Schwester in die Psychiatrie ein. Und in der Psychiatrie vollzieht sich nun das Ende von Yong Hees. Sie verwandelt sich immer mehr in eine Pflanze, sie verwandelt sich in einen Baum. Sie muss zwangsernährt werden und auf die Frage ihrer Schwester, warum sie denn das tut, sagt sie ja, ja, ist es denn verboten zu sterben? Ihre Vorstellung, ein Baum zu sein, wird so stark, dass sie zum Teil auch auf dem Kopf steht, weil sie glaubt, in ihrem Kopf seien die Wurzeln, die sie im Boden verankern werden. Je mehr das voranschreitet, desto mehr kommen auch der Schwester, die eigentlich eine ganz normale Hausfrau und ein ziemlich langweiliges Leben führt, Zweifel an ihrem eigenen Leben. Die Krankheit, sogenannte Krankheit ihrer Schwester, greift auf sie über. Sie sieht die Probleme in der Gesellschaft, die Probleme zu ihrem eigenen Mann. Sie beobachtet die Gewalt der Ärzte, die ausüben bei ihren lebenserhaltenden Maßnahmen. Und einzig der kleine Sohn hält sie zurück, das Schicksal ihrer Schwester zu teilen und auch einen sozusagen Selbstmord zu begehen. Ein Buch, das endet mit dem Tod der Schwester, die eben total verhungert dann sterben wird. Eine faszinierende Geschichte, eine Geschichte, in der geschildert wird, eine Gesellschaft, die eine große Gewalt ausübt, eine Gesellschaft, die angeblich
nur heile Beziehungen kennt zwischen Ehemann und Ehefrau, zwischen Familie, zwischen Schwester und Schwester, die aber zwischen Ärzten und Patienten, die aber äußerst gewalttätig ist. Und gegen diese Gesellschaft gibt es eigentlich nur eine Form, eine extreme Form der Verweigerungshaltung. Jung-hye begeht den sozialen Tod und sie begeht dann schließlich auch, wird sie den physischen Tod erleiden. Ihr Ehemann hat überhaupt kein Verständnis, der Künstler ist fasziniert von ihrem Körper, aber eigentlich auch ihre Schwester stehen ihr letztlich verständnislos gegenüber, ihr absoluter Gewaltverzicht irritiert sie. Jung-hye will nur noch von Wasser und Sonne leben in dieser Gewaltgesellschaft. Sie verzichtet auf allen Konsum. Und ihre Kritik, ihre latente Kritik an der koreanischen Gesellschaft wird auf diese Art und Weise deutlich. Das Bild einer Vegetarierin, die sich wirklich in eine Pflanze verwandelt, ist uns, irritiert uns Europäer. So haben wir das, denke ich, noch nie in unserer eigenen Welt erlebt. Wenn wir Europäer Vegetarier und Vegetarierinnen werden, dann wohl in erster Linie meistens aus Gründen der Gesundheit. Viele tun es auch aus Tierliebe und dann sehr viele werden Vegetarier oder sogar Veganer aus Kritik am Konsumverhalten unserer Gesellschaft und am nicht nachhaltigen Umgang unserer industriellen Welt mit der Natur. Aber eine Metamorphose in eine Pflanze, das ist ein Gedanke, der uns in dem Sinn nicht kommt. In den asiatischen Ländern, in Südkorea, ist der Gedanke der Metamorphose, des Gestaltwandels, der Möglichkeit des Wandels von Menschen in Tiere und in Pflanzen ein sehr viel vertrauterer Gedanke. Südkorea ist eine Kultur, die sehr viel ganzheitlicher noch denkt, als wir das tun, in der es Schamaninnen gibt, die eben Grenzgängerinnen sind zwischen der Welt der normalen Menschen und der Geister und der Tiere. Das sind Vorstellungen, die sind Korea vertraut. Wir kennen solche Vorstellungen nicht mehr. Wir haben sie verloren, spätestens seit der Spätantike. Noch vertraut ist sie in Ovids Metamorphosen, wo zum Beispiel eben die Geschichte von Apoll und Daphne erzählt wird, bei der sich die Daphne in einen Lorbeerbaum verwandeln wird. Und diese Andersartigkeit fasziniert, finde ich faszinierend. Und sie ist wunderbar beschrieben in dem Roman. Ich kann ihn nur als äußerst spannend empfehlen. Zwei kleine Stellen möchte ich daraus vorlesen. Einmal den Beginn, als der Ehemann dieses seltsame Verhalten seiner Frau beschreibt. Bevor meine Frau zur Vegetarierin wurde, hielt ich sie in jeder Hinsicht für völlig unscheinbar. Um ehrlich zu sein, fand ich sie bei unserer ersten Begegnung nicht einmal attraktiv. Mittelgroß, ein Topfschnitt, irgendwo zwischen kurz und lang, gelbliche, unreine Haut, Schlupflider und dominante Wangenknochen. Ihre farblose Kleidung zeugte von ihrer Scheu, etwas von sich preiszugeben. Als sie sich dem Tisch näherte, an dem ich auf sie wartete, fielen mir ihre Schuhe auf. Es waren die schlichtesten schwarzen Schuhe, die man sich nur vorstellen kann. Und dann dieser Gang, nicht schnell, nicht langsam, nicht raumgreifend und auch nicht tippelnd. So fühlte ich mich weder von ihr angezogen noch abgestoßen und sah daher keinen Grund, sie nicht zu heiraten. Ihr Mangel an Ausstrahlung, ihr fehlender Esprit und Charme kam mir im Grunde genommen sehr gelegen.
Auf diese Weise brauchte ich keine intellektuellen Hochleistungen zu vollbringen, um sie für mich zu gewinnen. Und diese so unscheinbare Frau entscheidet sich eines Morgens auf einmal nicht mehr Fleisch zu essen und vor allem auch jetzt zum Beispiel keinen BH zu tragen. Das ist ein Verhalten, das ihm schon früh auffällt und das, ja, das er sehr beklemmend findet. Der Ehemann reagiert mit Gewalt auf dieses Verhalten. Er wird sie auch in einer spektakulären Szene dann vergewaltigen. Die andere kleine Stelle, die ich Ihnen vorlesen möchte, ist die, wo Jung-hil zu dem Künstlerschwager kommt und der sagt, er wolle sie nun filmen. Und zwar fängt er sie nun an zu bemalen und bemalt sie so, dass zum Schluss ihr Körper eine einzige wunderbare Pflanze ist mit Blütenkelchen. Er schob ihre Haare zur Seite, sodass Schultern und Nacken frei lagen und fing dort an zu malen. Leicht geöffnete, purpurfarbene und rote Knospen bedeckten bald ihre Schultern und ihren Rücken. Feine Ranken wanden sich an den Seiten entlang. Auf der rechten Gesäßbacke erblühten knallrote Blumenkelche, die den Blick auf leuchtend gelbe Blütenstempel freigaben. Die Stelle auf der linken Gesäßbacke, an der sich der Mongolenfleck befand, ließ er frei. Stattdessen malte er in hellerem Grün eine Art Rahmen darum herum, um den Fleck hervorzuheben. Ihre Haut reagierte mit einem leichten Zittern auf die Berührungen des Pinsels, was wiederum ihn erschauern ließ. Nicht aus purem sexuellem Verhalten, Verlangen, sondern wegen eines tief in ihm verankerten Gefühls, das ihn zunehmend elektrisierte. Als er alle Ranken über die Oberschenkel bis zu den Knöcheln fortgeführt und mit Blättern versehen hatte, war er schweißgebadet. »Fertig«, rief er aus, »bleib noch ein bisschen in dieser Haltung.« Er löste die Kamera vom Stativ und machte nun Nahaufnahmen. Er betätigte den Zoom und ließ die Linse formatfüllend über jede Blume, den Nacken, die unordentlichen Haare, die gegen das Laken gepressten und eine gewisse Anspannung verratenden Hände bis zu dem mit dem Mongolenfleck geschmückten Gesäß wandern. Danach schaltete er die Kamera aus. Das war's für Erste. Du kannst wieder aufstehen. Han Kang, die Vegetarierin. Ich empfehle Ihnen dieses Buch aufs Wärmste.